So Leute, herzlich willkommen. 8.70er, Servus und Halbe Deri an alle, die um halb zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es einmal um was ganz was Besonderes. Und zwar, ich habe meine Geldbörse aus den 90er Jahren wieder gefunden. Tatsächlich habe ich meinen Schrank ausgeräumt. Und da habe ich sie gefunden in einer uralten Hosen drin. Wahrscheinlich ist er schon mal mitgewaschen worden. Wie gesagt, der stammt so circa 90 bis 98, 99 habe ich diesen Geldbeutel in Gebrauch gehabt. Und ich würde euch jetzt einmal sagen, es geht jetzt gar nicht so um die Geldbörse, es geht eigentlich um den Inhalt. Da sind ein paar sehr interessante Sachen drin. Und da fangen wir jetzt gleich einmal an mit Telefonkarten. Und zwar schaut euch einmal diese schöne uralte Telefonkarte an. Auf der Rückseite noch von Corsica Ferries, oder? Corsica? Ja, das dürfte es sein. 12 D-Mark. Also das ist noch ein richtig altes Teil, damals schon mit dem Chip drauf. 12 D-Mark Telefonkarte. Haben heute, glaube ich, gar nicht mehr geläufig, die Teile. Also ich wüsste halt nicht mehr, wer noch sowas verwendet. Ob es überhaupt noch Telefone gibt, wo man mit Telefonkarten telefonieren kann, keine Ahnung. Hier ist das Frontcover. Also eine Fähre quasi. Ich hoffe, man kann es einigermaßen schön sehen. Dann gleich nochmal eine von Hagen Batterie. Energie garantiert. Auch hier wieder von der Telekom. Diesmal mit einem Wert von 50 D-Mark. Also die guten alten D-Mark-Zeiten noch. Ich habe mir selber gedacht, ich spinne, wie ich das Teil gefunden habe. 50 D-Mark. Hagen Batterie, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kenne die Firma nicht, hat man halt damals so gekauft. So, das sind die zwei Telefonkarten. Dann geht's weiter mit einer uralten Rechnung aus dem Intercity Hotel München. Und hier könnt ihr sehen, 22.12.1995. Da war ich irgendwann mal in München und habe gefrühstückt da oben. Hat damals gekostet. Ich weiß jetzt nicht. Nein, es waren schon noch D-Mark, weil der Euro ist erst 2000 gekommen. 28 Mark im Intercity Hotel in München. Diese alte Rechnung. Sehr schön anzuschauen, meiner Meinung nach. So alte Sachen, wenn man sowas dann vor allen Dingen mal wieder findet. Was haben wir dann noch alles drin? Hoppala, die lasse ich mal da liegen. Dann habe ich hier noch ein paar Parkscheine vom Münchner Flughafen. Da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Und zwar sind die vom 25.05.1994 2 D-Mark. Schaut euch das einmal an. Und zwar, da habe ich noch eine. Kann ich leider nicht mehr erkennen, ich glaube 15.08.95. Kann leider nicht mehr genau erkennen. Es ist schon so veraltet und vergülbt. Zeige euch einmal die andere nochmal, die haben schon ganz gelb. Das zu denen. Und dann habe ich da noch was. Und zwar eine Eintrittskarte vom Compaq Grand Slam Cup 1995. Und das weiß ich noch, weil diese Karte hat ursprünglich meinen Opa gegolten. Und das war 5. bis 10. Dezember 95 und der ist im September 95 damals gestorben. Also war natürlich keiner da. Die hat also sein Geburtstag damals gekriegt. Also bin ich mitgefahren zu diesem Tennis Grand Slam Cup, obwohl mich Tennis eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Habe ich dann aber auch noch ein Autogramm von Boris Becker gekriegt. Ich habe den einfach da hinten oben unterschreiben lassen, schnell ihm vorbeigehe, wie er wieder in die Kabine rein ist. Wie gesagt, hier die Eintrittskarte vom Compaq Grand Slam Cup 1995 vom 5. bis 10. Dezember. Hier kann man dann noch sehen, wo ich dann damals gesessen bin. Das sind schon 25 Jahre fast her. Hat damals gekostet 170 D-Mark. Wie gesagt, das war ein Geburtstagsgeschenk von meinem Opa damals noch. Der ist dann aber leider gestorben. Und da bin ich nicht mitgefahren, obwohl mich aus dem Tennis überhaupt nicht interessiert hat. Aber verkaufen wollten sie es, glaube ich, damals nicht. Und naja, dann bin halt ich mitgefahren, ne? Wie gesagt, hinten noch die Unterschrift von Boris Becker drauf.
Ich bin aber kein Fan von Boris Becker, gell? Also. So, das war's dann zu der Eintrittskarte. Der Goldbeutel, das ist Marke Gem Collection. Ich weiß nicht, ob die wer kennt, keine Ahnung. Der ist aber schon wesentlich älter. Ende 80er, Anfang 90er. Der fährt der sein. Geld ist keines mehr drin. Und sonst ist nichts mehr drinnen. Nein. Haben wir da hinten vielleicht noch irgendwas drin? Was interessant. Nein, nein, auch nicht. Okay, nein. Wie gesagt, das ist alles gewesen. Wie gesagt, hier die Eintrittskarte für den Grand Slam Cup. Zwei schöne Telefonkarten. Eine Rechnung von irgendeinem Frühstück. Ich weiß auch nicht mehr wann und wo ich das damals. Keine Ahnung. Parkscheine für den Münchner Flughafen. Da kann ich mich noch drauf erinnern, da bin ich damals meine Eltern auf die Aussichtsplattform drauf. Haben wir uns Flugzeuge geschaut, wie sie ankommen und abfliegen. Das weiß ich noch. Das sind auf jeden Fall Sachen, die werden wir auf jeden Fall aufheben. Schön, dass ich das Zeug wieder gefunden habe, wenn man mal so alte Sachen wieder sieht. Gerade jetzt auch die Eintrittskarten. Doch interessant. Okay, Leute, ich wollte jetzt bloß mal sagen, vielleicht interessiert es einen, einen oder anderen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich oder könnt ihr mich abonnieren, könnt ihr gerne Kommentare drunter schreiben. Also, ich unterhalte mich immer gern unter die YouTube-Videos gern mit den Leuten, was sie so für Erfahrungen und alte Sachen haben. Also, ich pflege schon gern den Kontakt zu meiner Community. In dem Sinne wünsche ich euch noch danke, dass ihr zugeschaut habt. Schönen Tag noch. Ciao, bis zum nächsten Mal.